Eitel Sonnenschein im Wiesbadener Landtag. Der Eindruck konnte immerhin oberflächlich entstehen. Über die gemeinsame politische Verantwortung in der Flüchtlingsfrage sind sich alle einig. 1,3 Milliarden Euro sind im kommenden Jahr für die Flüchtlingshilfe vorgesehen. Unter anderem sollen die Kommunen 45% mehr Geld bekommen, also knapp 1.000 Euro pro Asylsuchenden. Aktuell wird mit 1 Million, 2016 mit 800.000 Hilfesuchenden gerechnet. Außerdem sind rund 2.000 neue Stellen vorgesehen, darunter 800 Lehrer und rund 400 neue Polizisten. Das Land steht vor großen Herausforderungen. Wir müssen einerseits unsere klassischen Aufgabenfelder bewältigen. Wir müssen für bessere Bildungsinfrastruktur sorgen. Wir müssen die Sicherheitslage nicht nur im Auge behalten, sondern mehr dort hinein investieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Finanzverwaltung die Ressourcen hat, um für die Einnahmen zu sorgen. Aber wir stehen auch vor einer großen Herausforderung, die Flüchtlingsfrage zu lösen. Und zwar so zu lösen, dass nicht diejenigen, die schon immer hier leben, am Ende die Zeche zahlen müssen, sondern dass wir eine Chance haben, das so zu bewältigen, dass allen Ansprüchen gleichermaßen gerecht werden kann. Diese neue Einigkeit über Parteigrenzen hinweg zeigte sich auch darin, dass die SPD ihre Kooperation mit der Regierung beim Landeshaushalt verteidigte. Vergangene Woche hatten sich beide Seiten auf eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik geeinigt. Aber ganz ohne Kritik ging es dann doch nicht. Die führende Oppositionspartei kritisierte eine falsche Schwerpunktsetzung im Haushaltsplan. Beim öffentlichen Dienst dürfte nicht weiter gespart werden. Und auch in Bildung müsse noch mehr investiert werden. Die Kritik wies die Landesregierung jedoch zurück. Wir haben ja vor einigen Jahren nach dem Konjunkturpaket riesige Mittel zusätzlich investiert, um sicherzustellen, dass die große Konjunkturkrise bewältigt werden kann. Aber mit dem wechselseitigen Versprechen, danach ein paar Jahre weniger zu investieren, gerade in Phasen der Hochkonjunktur, das haben wir gerade gemacht. Aber wir müssen die Investitionen in den nächsten Jahren wieder hochfahren, um eben die öffentliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Deshalb habe ich in meiner Haushaltsrede auch darauf hingewiesen, in Zukunft geht es nach dem Motto Investitionen vor konsumtiven Programmen. Außerdem verwies die Landesregierung darauf, dass sie trotz der 725 Millionen Euro Mehrausgaben die Vorgaben der Schuldenbremse einhalte. Am Ende der Debatte wurde der vorgelegte Haushaltsplanentwurf mit den Stimmen von Schwarz-Grün angenommen. Die Opposition stimmte dagegen.